Heute kam nämlich dann eine Breaking News, zunächst vom Kicker, dann haben es die anderen Gazetten von dort aufgefasst und dann kam schließlich vor 2-3 Stunden die offizielle Bestätigung vom FC, nämlich Horst Held wurde entlassen. Dazu eine kleine Vorrede von mir. Ich habe gedacht, das 5-1 könnte sogar schlecht für uns sein, also jetzt nicht fußballerisch, aber von der Gesamtlage her, weil ich dachte, es lassen sich da bestimmt wieder alle Sand in die Augen streuen und sagen dann, ach guck mal, haben wir doch souverän geschafft, unterm Strich, 2 Stürmertore, Anderson war anscheinend doch ein guter Einkauf, hast gut gemacht, Held, auf ein neues. Aber, nee, ich weiß nicht, ob der Vorstand vielleicht auch ein bisschen Angst hat oder die Muffe hatte vor der anstehenden Mitgliederversammlung in knapp 3 Wochen. Und dass man da eben auch die Wiederwahl von Carsten Wettig nicht riskieren wollte. Deswegen, oder nee, also deswegen vermute ich, hat man dann doch Fakten geschaffen. Aber wie schätzt ihr denn diese Entlassung von Otte ein? Erstmal danke. Nee, ach, ganz ehrlich, also es ist ja auch die letzten Tage schon so ein bisschen rumkursiert, dass also wenn wir absteigen, er mit Sicherheit weg ist, aber selbst wenn wir die Klasse halten, wohl die Stimmen auch intern da ein wenig rauer werden. Also für mich dann auch nur konsequent, also ganz ehrlich, aber wenn man sich die Kaderplanung anguckt und ja, jetzt hat Anderson halt 2-mal getroffen und so weiter. Aber ganz ehrlich, auch die Transfers letzten Sommer, jetzt die Transfers im Winter auch mit Tolu und Dennis und ach, Max Meyer und ich will eigentlich, ach, ich glaube, ne, ich meine, ihr habt ja auch schon häufiger drüber geredet, aber das ist alles so, ja, und wenn man sich dann aber auch noch, also ja, natürlich wurde auch jetzt Funkel als Retter geholt und so weiter und so fort. Das ist alles gut und er hat es ja auch geschafft und so. Aber wenn du dann halt liest, ja, der kriegt jetzt als Prämie 300.000 Euro dafür, dass er nicht abgestiegen ist. Und ich denke mir so, das ist, also ich würde auch gern 2 Monate arbeiten und 300.000 Euro bekommen. Fände ich auch ganz geil. Also, naja, wenn du Simon Terodde wärst, musst du einfach nicht dein Ziel erreichen. Ja, voll gut. Ja. Ja, aber das sind ja alles so Sachen, ne? Also ich meine, das. Wie gesagt, da kann man, ich glaube, da könntest du jetzt irgendwie eine Stunde dich hinsetzen und könntest tatsächlich nur genau darüber diskutieren, was da irgendwie alles nicht so sauber gelaufen ist oder läuft oder wie auch immer, auch in den Verträgen. Aber ja, ich bin jetzt tatsächlich einfach mal gespannt, ob es das Einzige war oder ob es noch weitere Personalentscheidungen gibt. Richtung Alex Werle und so weiter und so fort. Also er scheint ja gerade sehr fest im Sattel zu sitzen, ist mein Eindruck. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass man Werle und Held, also ich sag mal, beide Geschäftsführer aussortiert. Ich glaube, also würde mich halt in einem Schlag, würde also mich heute wundern. Ja. Ich glaube, wenn machst du beide auf einmal und nicht jetzt so peu à peu. Also ja, also Horst Held ist sicherlich über viele Dinge gestolpert. Ich glaube, Horst Held ist über das Ding, diese 200.000 Euro von Terodde gestolpert. Und über die, ich sage jetzt mal vorsichtig, defizitäre Rückrundenverpflichtungen. Weil keiner von denen hat gezündet. Weder Max Meyer, erst recht nicht Emanuel Dennis und das passt nicht. Also da kann man dann auch nicht mehr sagen. Also ich war ja auch durchaus einer, der gesagt hat, naja gut, ich möchte den Job von Horst Held aktuell auch nicht machen, weil der war sicherlich nicht einfach. Vor dem Hintergrund, dass natürlich der, ich sage jetzt mal erstmal, nur Spieler loswerden musste, diese ganzen Schaubs, Sobichs, ich weiß gar nicht, wer da noch alles ist. Schindler, Cocciello. Schindler. Hauptmann, Cossiello. Guck mal, ich krieg die alle schon gar nicht mehr auf die Kette, ne? Und die kommen alle wieder. Und also das war sicherlich nicht einfach, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass also bei der Verpflichtung von Anderson, also das ist ein Ding, da mache ich ihm nicht hundertprozentig würde ich ihm nicht hundertprozentig für die Schuld geben, weil du wie keine, also klar gab es diese Gerüchte, also gab es dann irgendwann mal, als er verletzt war, diese Aussage, oh,
Es könnte sein, dass der schon in Berlin angeschlagen war. Nochmal, Horst Held macht aber nicht den Medizincheck, ne? Also, das ist ein Ding, das kann ich ihm persönlich nicht hundertprozentig ankreiden. Weil, wenn du einen Spieler hast und der nicht und der ohne Probleme durch den Medizincheck kommt, ja, dann ist das in erster Linie erstmal okay. Aber die restlichen Verpflichtungen, Tolu zum Beispiel, einen Spieler zu verpflichten aus einer, ich sage jetzt mal vorsichtig, schwachen lettischen ersten Liga und nicht zu wissen, dass man den nicht in der U23 einsetzen darf. Das ist so ein FC-Ding, ne? Das ist wirklich so ein FC-Ding. Also das ist, nochmal, das ist, und nochmal, das, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Newcomer ist, dass der zum ersten Mal in dieser Verantwortung ist. Ich sage jetzt mal vorsichtig, aktuell ist es ja so, dass Thomas Kessler da jetzt mit in der Verantwortung drin ist. Wenn das jetzt so ein Ding wäre, wo der Kessler in seiner ersten Tätigkeit ihm irgend so ein noch nicht mal Flüchtigkeitsfehler, einfach einen Fehler unterlaufen würde, würde ich sagen, okay, neue Aufgabe, der muss sich da vielleicht erstmal einfinden. Alles geschenkt, aber Horst Held sieht sich ja als Vollprofi. Ja, aber Entschuldigung, aber es darf aber auch dem Kessler nicht passieren. Nein, da müssen im Verein irgendwelche Korrektive sein, natürlich. Die dann sagen, hier Junge, lies mal die Statuten, bevor du sowas machst. Das kann nicht so sein. Also. Deshalb sage ich ja, also ne, da würde man es noch eher verstehen, aber nicht bei einem Typen, der sich als der Größte unter der Sonne sieht. Und ja, also ich glaube auch, dass da wahrscheinlich intern einiges vielleicht nicht immer reibungslos läuft. Also ich glaube, das hat vielleicht auch nicht nur sportliche Gründe, wieso Horst Held nicht mehr unser Sportdirektor ist. Also ich glaube schon, dass die MV da auch eine Rolle spielt, die jetzt bald ansteht. Ich glaube am 16.06., wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ich glaube, wenn die nicht wäre, wenn ich schon zum Beispiel gewesen wäre, hätten da wieder die Mechanismen gegriffen, dass wir ja immer zu lange an Personen festhalten. Länger als gut ist. Klammer auf Gistel, Klammer zu. Was man aber auch sagen muss, wo man ja schon gemerkt hat, dass da anscheinend doch unterschiedliche Auffassungen sind, als Horst Held ja für die Rettermission Thorsten Fink installieren wollte. Warum, weiß keiner. Und der Vorstand ja. gesagt hat, nee, hol nur einen bis zum Ende der Saison. Nimm da irgendeinen, der es halt eben kurzfristig macht. Nimm mal so einen Erfahrenen wie Friedhelm oder so, aber bitte nicht Thorsten Fink. Und man hört ja auch, dass Held auch nicht Steffen Baumgart als Wunschkandidaten auf der Liste hatte, sondern dass da auch wieder der Name Fink wohl die Rolle, die Reihe, nee, wie sagt man? Die Runde? Stand die Runde gemacht hat, genau, danke. Dafür bin ich hier. genau. Und, also, ich sag mal so, ne, Thorsten Fink könnte man schon als vereinschädigendes Verhalten bezeichnen. also weiß ich nicht. Der ist seit sehr, sehr vielen Stationen nicht mehr sonderlich erfolgreich gewesen. In der Bundesliga noch nie so richtig. Er kennt die Stadt nicht, kennt die Mannschaft wahrscheinlich gar nicht. Das wäre für mich so ein Christian Groß-Ding gewesen, wie in Schalke, wie auf Schalke. Dass du da wirklich irgendwen holst, den einfach nur mal so ein bisschen von irgendeiner gemeinsamen Station oder aus der gemeinsamen Zeit in der Stadt München, bei 1860 war Held und zeitgleich war Thorsten Fink bei den Bayern, dass du den daher vielleicht kennst und dann auch irgendwie gute Erinnerungen hast oder so. Aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, der kann hier Euphorie entfachen und kann uns hier so einen Klassenerhalt tragen. Also glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist halt so ein Ding, da gebe ich dir völlig recht, das passt halt nicht. Ich kann den Move verstehen. Also ich bin mal gespannt, ob diese wie lange die Übergangslösung Jörg Jacobs und Konsorten funktioniert oder wie schnell wir da Ersatz finden werden. Ja. Ganz ehrlich, das war auch so ein bisschen der Gedanke. Also als ich das gehört hatte, also Held ist weg und dann halt gelesen hatte Kess und Jacobs und ich dachte, also kurze Zeit war es echt so ein Moment, wo ich dachte, so, es ist auch wieder, also
Ja, aber so dieses typische, okay, der FC schmeißt irgendjemand raus, hat eigentlich keine Ahnung, wie es weitergehen soll und ach komm, Kess, mach mal. Komm mal, ja. komm mal rum. Und das ist halt wieder so ein Ding, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, die wissen ja nicht erst seit gestern, dass sie gegebenenfalls Hotte vor die Tür setzen. So. Und da habe ich doch gegebenenfalls schon mal irgendwo irgendwie angefragt und so weiter und so. Also es ist halt auch wieder so, ich habe halt Angst, dass es, also alles, was auch jetzt kommt und das, also, aber das ist beim FC auch so dieses Thema Aktionismus, ne? Irgendwie. Mir fällt tatsächlich auch gerade kein Name ein, wo ich sagen würde, ach ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist gut. So, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es Michael Reschke. Der ist nämlich immer noch ein absoluter Fachmann, hat jahrelang in höheren Regalen gefischt als uns oder als wir. Problem natürlich, der hat inzwischen eine Spielerberateragentur. Und wir wissen, glaube ich, alle, was beim Verein passiert, wenn man einen Spielerberater zu sehr involviert in Transfergeschäfte. Aber wenn er schaffen würde, da seine Rolle als Berater eben zu verlassen, fände ich den cool. Glaube aber nicht, also weiß nicht, wie gut der mit Steffen Baumgart zusammenarbeitet. Aber du hast ja vollkommen recht, Saskia. Der Abgang von Horst Held war ja anscheinend ligaunabhängig geplant. Das heißt, die haben es ja nicht vom Ergebnis der Relegation abhängig gemacht, ne? Weil sonst wäre er ja noch da, offensichtlich. Das heißt, es war auf jeden Fall genug Zeit, sich da mit irgendwelchen Leuten zu treffen. Und meine Sorge ist halt, dass es jetzt irgend so ein 0815 Dirk Duffner oder sowas wird. Weiß ich nicht. Ich glaube schon, wie seht ihr das denn? Braucht man da jemanden, der komplett von außen kommt und mit dieser ganzen Köbelei gar nichts zu tun hat? Oder muss da schon jemand sein, der die Stadt so ein bisschen kennt, die Mentalität in der Stadt kennt? Schwierig, schwierig. Ja. Also, ich bin mir da gar nicht so sicher. Also, ich glaube, manchmal, vielleicht wäre es manchmal einfacher, jemanden von außen zu holen, um halt da vielleicht mal so ein, diese Küngelei zu durchbrechen. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, ob es intern im Verein jemand gäbe, der es machen könnte. Also, das ist ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen so, dass du sagst, Mensch, ich würde gern jemanden haben aus dem eigenen Nachwuchs, der hochkommt. Ich würde gern auch vielleicht mal aus dem eigenen Trainer-Nachwuchs jemanden haben oder aus dem eigenen Verein jemanden haben, der so Positionen bekleidet. Also, gefühlt wüsste ich da jetzt keinen, der es machen kann. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sich Kessler in dieser Aufgabe sieht. Das weiß ich nicht. Wenn er sich drin sieht, kann man das sicherlich versuchen, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, das ist ja schon eine Position, die extrem wichtig ist. Das heißt, das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, oh Mensch, der pumpt nur die Bälle auf. Wenn die Bälle halt in einem Training zu wenig aufgepumpt sind, kannst du immer noch mal die Luftpumpe holen. Also das ist ja jetzt schon eine der entscheidenden Positionen im Verein. Und wir haben alle gesehen, was passieren kann, wenn du halt da daneben liegst bei Transfers. Dann wird's halt für den Verein ganz, 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 ganz dunkel und kann ganz, ganz schnell in die Hose gehen. Und wie die Saskia vorhin schon sagte, ich will nicht nächstes Jahr dann nochmal so rumkrebsen. Das ist jetzt einmal gut gegangen und ich möchte nicht der HSV werden. Aber kann das nicht vielleicht sein, dass der Plan ist, Kessler macht quasi das nach außen, so diese Medienarbeit, Leute ins Boot holen, Gesicht sein, und Jakobs macht nach innen die Drecksarbeit quasi? Ja, aber ist Jakobs das, also ich persönlich kann nicht einschätzen, wie gut Jörg Jakobs für diese Position ist. Ja, wobei, also in der Zeit, wo er verantwortlich war, hatten wir schon gute Transfers, ne? Also Kevin Wimmer zum Beispiel, der dann davor und danach nie was gerissen hat. Bei uns war der super. Also alle Stöger-Transfers waren ja quasi Jörg Jakobs Ära. Aber war das nicht auch dann teilweise noch schon Schmatt? Ja, also auch, klar. Aber der hat ja ihn auch installiert, wenn ich es richtig erinnere. Also der war doch, glaube ich, durch Schmattke installiert worden, meine ich mich zumindest zu erinnern. Und in der Zeit hatten wir schon mehr Hits als Miss auf dem Transfermarkt. Ich habe jetzt, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich habe nicht nur Gutes gehört über Jörg Jakobs von Leuten, die am Geißbockheim unterwegs waren oder ein bisschen internere Quellen sind sozusagen. Aber ich kann jetzt auch
da selber schwer was zu sagen, weil ich ihn ja selber nicht kenne. Ich fand seine Transfers immer gut in der Zeit, wo er halt hier war, als Chef-Scout. Das war doch, glaube ich, auch die Sports-Lab-Zeit, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Und da finde ich schon, da kam, die haben zum Beispiel auch damals hier Dusan Tosic angekarrt, wenn ich richtig ja, erinnere. Ja, stimmt. Also es war schon also besser, als wenn Held da seine alten Hannover. Ja, das stimmt schon. Da ist natürlich was Wahres dran. Also, ja, ich meine, in letzter Instanz, wir werden es leider nicht entscheiden. Auch heute hat mich der Vorstand vom FC und der gemeinsame Ausschuss nicht angerufen und nach der Meinung gefragt. Schwerer Fehler natürlich. Aber ja, das wird sicherlich ein Ding werden, was wir auch im Auge haben werden. Also, lieber FC, wir haben euch im Blick weiterhin. Das ist eine vorsichtige Warnung, ne? Also, ja, aber wie andere auch, die neu anfangen, haben die jetzt erstmal den Ball auf ihrer Seite und müssen zeigen, was sie machen. Ja, also ich kann mir echt vorstellen, dass die jetzige Lösung, also diese ganze Kommunikation von wegen, wir geben ihnen erstmal Zeit und suchen in aller Ruhe Nachfolger, dass die vielleicht auch so ein bisschen gemeint ist als Bewährungsprobe für die beiden. Das kann ja sein. Dass man eigentlich gerne mit den beiden das langfristig machen will, aber die jetzt nicht direkt so ins Spotlight stellen will und die quasi erstmal machen lässt. Und wenn man das Gefühl hat, dass man mit der Arbeit einverstanden ist, so ein bisschen so wie Sebastian Kehl in Dortmund vielleicht, ne? Dass man den dann durchs Auge. Genau. Das kann ja auch funktionieren. Also das ist, ich halte es nicht für ganz abwegig, dass das funktionieren kann. Nö. Ist mir wirklich lieber, als wenn du jetzt wirklich so irgendeinen bei Hannover gescheiterten Sportchef da holst. Oder Dirk Duffner. Ja, wirklich, Dirk Duffner, habe ich auch immer gesagt. Oder wen auch immer. Wie hieß noch mal der von Hoffenheim, der da 3 Tage im Amt war, hier der Ex-Spieler von Schalke. Von Hoffenheim? Der war bei Hoffenheim, aber der war ein Ex-Spieler auf Schalke. Eurofighter. Meine Fresse, der nach 2 Monaten wieder gefeuert wurde. Büskens? Nein, der war nicht bei Hoffenheim. Andreas Müller. Ach so, ja. Ja. Andreas Müller, ja. So jemand halt, so ohne Profil, ohne Perspektive. Ja, aber ganz ehrlich, also auch wenn der FC für uns der größte und tollste Verein ist, ist ja auch immer die Frage, wer tut sich das denn noch an? Also das ist ja auch so was. Also mal ganz ehrlich, egal ob als Trainer, also ich kann auch komplett, also jetzt mal ernsthaft, also mal davon ab, dass ich auch nicht gewollt hätte, dass Labbadia als Trainer hier aufschlägt, aber dass Labbadia sagt, nee, seid ihr bekloppt, ich gehe doch nicht zum FC, kann ich halt komplett nachvollziehen. Ernsthaft, weil also da musst du es dann wahrscheinlich wirklich so machen, dass du halt wie damals einen Stöger aus Österreich holst, der halt sagt, ja, der FC ist immer noch ein großer Verein, finde ich eigentlich ganz geil. Auch gute Fanszene, geile Stadt und so weiter. Aber ja, also ich glaube halt, also ich, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch in den ganzen Sachen, was Geschäftsführung und so weiter angeht. Also da jemanden zu bekommen, wo man wirklich sagt, okay, das ist geil, das wird halt auch in den nächsten Jahren nicht mehr passieren. Also, und dann ist eben die Frage, ob wirklich vielleicht diese interne Lösung mit Kess und Jakobs vielleicht wirklich gar nicht so dumm ist. Also, weil klingt so ein bisschen blöd, aber in der Hinsicht haben wir nichts zu verlieren. Ob wir jetzt irgendeinen No-Name-Typ, keine Ahnung, holen, wie du schon sagst, oder irgendjemand, der in der zweiten Liga gescheitert ist, oder halt so versuchen mit Leuten, die den Verein jetzt dann schon ein bisschen kennen, also ne, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Also, weil ich glaube, gerade Kess kann halt auch sehr gut mit dem Umfeld umgehen. So. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, das war ja damals auch, weil wir es eben nochmal mit Stöger damals, ich fand halt auch geil, dass selbst er im Nachgang gesagt hat, so dass er diese ganze Klüngelei und Medienlandschaft auch komplett unterschätzt hat. Und deswegen glaube ich halt, wenn du wirklich jemand extern holst, wenn du jemand extern holst, der das nicht kennt, der nur denkt, oh, Köln, geile Fans, großes Stadion und ne, steht ordentlich was dahinter. Und wie man sich ja auch sagt, weiß man ja tatsächlich, dass man vielleicht beim FC dann doch ganz gutes Geld verdienen kann. Aber also ich glaube halt, dass da wirklich jemanden, der von komplett extern kommt, mittelfristig halt immer seine Probleme bekommen wird.
Ja, und ich glaube auch, wie du gerade schon gesagt hast, zum Thema Medien und so. Ich glaube zum Beispiel schon, dass Thomas Kessler bei so Leuten wie Frank Lussem oder Christian Löhr ein Stein im Brett hat und da bestimmt weniger kritisch gesehen wird, als wenn er jetzt wirklich halt Dirk Duffner käme oder so. Kann mir auch vorstellen. Übrigens, kleiner Funfact, wisst ihr, was Dirk Duffner gerade macht? Nee. Kaderplaner beim Big City Club. In Berlin. Ja, klar, bei Hertha. Ja. Okay, Hat Freddy ja. Bobic angekarrt. Herzlichen Glückwunsch, Bobby. Also hat auf jeden Fall wahrscheinlich finanziell jetzt ausgesorgt, dann nach dem Ja. Vertrag, kann ich mir vorstellen. Ja, aber also, ne, wenn wir jetzt schon mal über andere Vereine sprechen, auch Berlin, was die mit ihren geringen Möglichkeiten diese Saison gemacht haben. Sahne, das ist das neue VfL Wolfsburg. Ja, Problem ist nur, das ist so ein Konkurrent, der wird nicht ewig da im Abstiegskampf rumdümpeln. Die werden uns nicht den Das Gefallen tun, nochmal einen mag 34. Punkt sein, die das Saison zu mag spielen. sein, aber nochmal, auch das ist, nochmal, das hatte ja Gründe gehabt, wieso die Datei irgendwann weggeschickt haben. Der war denn halt nicht Glamour genug. Genau, und dann holst du den halt wieder und sagst, ja, jetzt machen wir mit dem aber weiter. Weil, warum? Weil der drei Spiele gewonnen hat oder was? Ja, sorry. Also, das ist doch ein Witz in Tüten. Vielleicht auch, weil da jetzt ein bisschen Realismus eingekehrt ist mit Bobic und so. Der ist ja schon kein Dummer, der Ja. Bobic, ne? Der scheint ja in Frankfurt da gute Arbeit geleistet zu haben. Ja, das. Ich gucke mir das weiterhin an. Ich halte von der Hertha nichts. Ich auch Also, nicht. aber ja. Ja, aber. Aber lass mal kurz zurück zu unserem Verein, zu unserem Big City Club. Was ich ein bisschen komisch fand an der ganzen Geschichte, was man so liest, jetzt auch im KSTA-Weinartikel und so, haben die ja den Held erstmal ins Büro bestellt und den 2 Stunden lang die Saison analysieren lassen und dann nach 2 Stunden gesagt, jetzt darfst du aber deine Sachen packen und gehen. Das ist schon auch ein bisschen komische Art und Ja, Weise irgendwie, das ne? Also verstehe ich nicht, warum man da erst jemanden da 2 Stunden lang Referate halten lässt und dann zu sagen, hier Abitur kriegst du eh nicht. Also weiß ich nicht. keine Ahnung. Also, verstehe ich auch nicht. Also, ich meine, jetzt weiß keiner von uns, wie diese Gespräche, also was in diesen Gesprächen gesagt worden ist und wie die Gespräche stattgefunden haben. Vielleicht sind da ja auch Sachen rausgekommen, dass man gesagt hat, pass auf, wir hören uns erstmal an, wie Horst Held das tatsächlich selber einschätzt. Und wenn der gesagt hat, ja, ich sehe die Saison gut an, dass man dann gesagt hat, okay, wir nicht, dann passt unsere Auffindung, also dann passt das nie, wirklich tatsächlich nicht mit uns hier überein. Also das kann es ja durchaus sein, ne? Also ich Also, meine, du meinst, das war quasi seine mündliche Abiturprüfung, ganz knapp weiß ich zugelassen worden, nicht. musste 10 Punkte machen, hat nur sieben Genau. gemacht, kein Ja, zum Abi. Beispiel, Ja. genau. Also weiß ich nicht. Also ich meine, könnte ich mir vorstellen. Also ich meine, manchmal gibt es ja auch so Konstellationen, dass du sagst, pass auf, ich höre mir das einfach nochmal an. Vielleicht sagt der ja auch, pass auf, yo, da habe ich falsch gelegen, da habe ich falsch gelegen. Das und das muss ich nächstes Jahr anders machen. Aber ich glaube halt nicht, dass Horst Held so selbstreflektiert ist. Und der ist dann bestimmt mit Kippe rauchend reingegangen, hat so die Kippe so auf dem Tisch ausgedrückt. Die andere schon so im Mundwinkel, so, ne, also nicht angemacht im Mundwinkel stecken und guckt schon so auf die Uhr, weil schon wieder Knies hat. Also. Vielleicht war seine Präsentation auch nur Selfies von ihm vor diversen Bundesliga-Stadien. Ich vor der Allianz Arena, ich vom VW-Stadion, Ja, ich am also. Strand. Oh, das gehört nicht hin. Genau, das, oh, falsches Bild. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also. Beim FC wird mich auch nichts mehr wundern, aber also ich sage jetzt mal vorsichtig, ich habe das erste Mal aufgehorcht, als Horst Held in irgendeinem Interview gesagt hat, ich hatte seit 2 oder 3 Wochen keinen Kontakt mehr zum Präsidium. Und irgendwann davor, dazwischen kam ja diese Aussage, ich glaube, um das Schalke-Spiel rum, nee, war das vor dem Schalke-Spiel? Wenn wir jetzt die Liga, also wenn wir absteigen, ist Horst Held weg. Ja, muss das Schalke-Spiel ja wahrscheinlich gewesen sein. Und ich glaube halt einfach, dass der Verein sich klar war, dass es mit Horst Held wahrscheinlich nicht weitergeht und ja, dann jetzt einfach da Nägel mit Köpfen gemacht hat. Also ich kann es ein bisschen verstehen. Es gibt da Gründe für. Hätte aber auch sicherlich Gründe dafür gegeben, dass Horst Held vielleicht weitermacht. Ja, also ob das der richtige Move
ist, werden wir irgendwann sehen. Also das kann jetzt, das kann keiner sagen, ob es der richtige Move ist. Das kann auch ganz böse ins Auge gehen. Absolut. Immerhin, er hat es ja dann, also er kann sich zumindest auf die Fahnen schreiben, den FC drin gehalten zu haben, wie auch immer, also auf welche Art und Weise auch immer. Mich würde noch eine vielleicht kurze Einschätzung von euch beiden interessieren. Wie viel hat denn letzten Endes jetzt Friedhelm Funkel zum Klassenerhalt beigetragen? Kann mir halt schon vorstellen, dass er das mal wirklich noch mal so auf, was du ja auch vorhin hattest, so ein bisschen auf dieses mentale, emotionale, er kennt Köln und so weiter, da vielleicht noch mal neue Impulse gesetzt hat. Aber man muss ja auch einfach sagen, dass es ja auch viel Glück war jetzt zuletzt, ne? Also ich meine, wenn man sich auch das Spiel gegen Schalke angeguckt hat, also dass da einfach Bono in was war 86. Minute da irgendwie hochsteigt. Das hätte halt auch anders ausgehen können, weißt du? Und ich kann es super schwer ein. Also ich bin halt, man hätte prinzipiell früher mit Gisdol be das beenden müssen, da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber vielleicht war Funkel genau der richtige Mann zu dem Zeitpunkt jetzt. Und eben weil er das Umfeld kennt und so weiter. Und da vielleicht wirklich einfach nochmal den Jungs irgendwie auf dieser emotionalen Schiene gekommen ist. Und ja, also man hat ja auch gemerkt, und das ist ja tatsächlich, also das ist mir jetzt auch bei dem Spiel jetzt mit Kiel, das 5-1, wenn die wollen, können die ja. Also natürlich ist dann auch Kiel jetzt vielleicht nicht der Gegner wie, keine Ahnung, die Bayern oder so, aber wir haben es ja auch teilweise gesehen gegen Leipzig und sowas. Also da waren ja teilweise gute Sachen dabei. So, aber ja, ich kann es super schwer einschätzen. Ich bin super gespannt auf Baumgart. Weil mit der aktuellen Mannschaft ist es eigentlich nicht das Material, wie Baumgart Fußball spielen lässt. Deswegen da auch nochmal irgendwie in die Zukunft geblickt, sehr neugierig. Aber ja, danke Friedhelm, also Punkt. Ja. Egal, was er gemacht hat, einfach danke. Übrigens glaube ich auch, dass die Kombination Baumgart, Kessler slash Jakobs deutlich besser passt als Baumgart Held. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Weil generell Also. glaube ich, also Baumgart ist ja schon ein sehr bestimmter und direkter Typ, ne? Ich glaube, der weiß ganz genau, was er will. Stell dir mal vor, Held steht vor dem und hält dem irgendeine Rede. Da guckt der Baumgart einmal so grimmig und nimmt so die Zigarette aus Helds Gesicht und drückt die so auf der Nase aus. So. Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube halt, dass Baumgart, der macht aber irgendwie einen Eier am Wandern, wenn der mit so einem Emanuel Dennis da ankommt oder mit Tolo Alcuadare und den fragt, hast du die mal selber angeguckt, Horst? Nö, ich habe mir davon Berater so ein YouTube-Video schicken lassen. Ja, also ja. Also da glaube ich schon, da braucht es eher so einen Teamplay-Gararen hier, Sportchef. Also ich glaube, da scheint ja Kröschke in Paderborn auch gewesen zu sein, was man so hört. Deswegen vielleicht auch das im Hinblick auf den Trainer noch mal so ein bisschen, ne, eine Personalie. Gerade wenn ihr hörst, dass Held ihn ja wirklich nicht als 1A-Lösung hatte, sondern halt eben seinen Fink holen wollte. Also so im Gesamtbild, glaube ich, ergibt das alles schon Sinn, was da passiert ist. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt noch Held war oder ob das vielleicht nur Harald Czerny war oder so, aber die letzten paar Transfers, die wir so entweder schon getätigt haben oder die zumindest gerumort werden, klingen überraschend plausibel. Ne? Also wir haben ja schon lange über Ljubicic geredet. Irgendwie schon ein sehr geiler Transfer, wie ich finde. Dann hat der Name Marvin Schwebe die Runde gemacht von Brøndby. Brøndby. Brøndby, ich kann das gar nicht so wie du. Und Brøndby dann Kopenhagen. wurde heute der Name Timo Hübers auch noch gerüchtet. Alles noch nicht offiziell, also Schwebe und Hübers noch nicht offiziell. Deswegen müssen wir da so ein bisschen noch vorsichtig sein, das jetzt schon zu besprechen. Aber zumindest muss man sagen, selbst wenn, wären das relativ junge, ablösefreie Spieler, ne, die keine Sprachbarriere haben dürften in der Regel, weil sie ja Deutsch sprechen. Also wäre ganz gut, wenn sie es tun. Ja, also klingt besser als 3,5 Millionen für Lumios oder so. Also das kann man zumindest, da reden wir drüber, wenn die richtig fix gemacht werden. Tor machen. Jupp. Okay, Ich bin dann würde ich gespannt. sagen, wir bedanken uns auch bei dir, liebe Saskia, dass du da gewesen bist. Wer dich gerne auf Twitter verfolgen möchte, kann das tun unter dem @Quarkbällchen-Händel. Ja, vielen Dank und fühle dich immer herzlich eingeladen, wiederzukommen. Ja, mache ich sehr gerne und hoffentlich nächste Saison einfach ganz entspannt graue Maus. Wäre Na, mal schön. Peter Stöger-Saison, 10 mal 0 zu 0 und dafür Platz 10.
So, reicht. Punkt, nehme ich. Auch bedanken wir uns wie immer am Ende jeder Folge bei allen HörerInnen, die für uns gespendet haben. Denn das hilft, dass wir den Podcast hier in vernünftiger Qualität in den Äther rausblasen können, weil wir es immer durch ein Programm jagen. Und für dieses Programm braucht man Geld. Und dieses Geld können wir natürlich aus eigener Tasche bezahlen, wird aber irgendwann sehr teuer. Und deshalb ist es immer cool, wenn jemand da 1-2 Euro bei PayPal rüberschiebt. Und da wären wir sehr, sehr, sehr dankbar für jeden, der das getan hat bis jetzt und für jeden, der es noch tun wird. Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Marco, dass du wieder dabei gewesen bist. Beim nächsten Mal bist du auch wieder am Start. Du bist der @RuhrportTennis. Und ich bin auf Twitter der @KYLennep. Wir hören uns nochmal wieder in der Sommerpause mit so 2 bis 3 Folgen, wenn die ersten Transfers reinkommen, auch mit einer Bilanz über die gesamte Saison. Also haltet euren Podcast-Feed mal im Auge. So ihr die EM guckt, wünsche ich euch viel Spaß bei der EM. Endlich mal Fußball, wo man nicht emotional involviert ist. Kann ja auch mal ganz schön sein. Aber wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ansonsten bleibt gesund, bleibt sicher. Genießt das bisschen Sonne, was wir haben werden dieses Jahr. Bleibt uns gewogen. Alles Gute. Come on, FC. Und wir sind trotzdem